Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge in der Minecraft-Stadt Staffel 2, Folge 6. Heute gibt's nur eine neue Sache, die ich euch zeigen möchte. Und zwar, seht ihr da vorne schon was drehen? Wer erkennt's? Das goldene M von dem McDonald's. Genau, wir haben ein rotierendes Schild, aber das ist noch lange nicht alles. Da kommt noch ein bisschen mehr auf euch zu. Letzte Folge waren wir, oder hat Zombie gerade den Drive-In erst gebaut und ich sag mal so, der ist immer noch da und ein bisschen weiter. Ihr seht, der Parkplatz ist auf jeden Fall jetzt viel schöner geworden. Hier drüben der, genau, habe ich es reingeschrieben, funktioniert in Staffel 3, weil ich habe keine Lust, den Drive-In jetzt fertig zu bauen. Ihr werdet sehen, warum. Genau. Dann gehen wir jetzt einfach mal vorne zum Haupteingang. Genau. Und zwar haben wir hier vorne einen Pixel Art Burger. Lecker. Wie so der Käse runtertropft. Da läuft ihm doch gleich das Wasser im Mund zusammen. Genau, der Spielplatz von Zimi ist immer noch da. Genau. Und jetzt seht ihr, haben wir ein goldenes M als Eingang. Mit ein paar Disco-Lichtern da oben. Die machen einfach sehr viel Party. Genau, und ihr seht, hier sind Schalter oder Türen und man kommt hier auch nicht durch. Denn es ist gerade Nacht, wie ihr vielleicht schon bemerkt habt. Das heißt, wir stellen jetzt einfach mal auf Tag und die Türen öffnen sich. Oh, schöne Öffnungsanimation. Man kann zwischen denen hindurchgehen und von anderer Seite auch. Also keine Hindernisse, es wird nichts mit Blöcken gearbeitet. Es sind einfach keine Entitäten, die hier auf Minecraft auf und zu rollen. Und dann befinden wir uns auch schon im McDonald's. Und ihr seht, wow, okay, das sieht definitiv anders aus als der vorherige. Und ja, hier sind Tische mit Tischnamen. Es sind ziemlich wenige, aber ich zeige euch jetzt warum. Und guten Tag. Hallo. Zombie Herzlich ist gerade dabei. Was? Ich habe herzlich willkommen im McDoof gesagt. Achso. Zombie ist gerade dabei, die Küche zu bauen. Können wir schon mal einen kleinen Los. Blick reinwerfen. Nein! Nicht gucken! Nein! Das ist noch nicht fertig. Genau, und ihr fragt euch, was sind diese bunten Schilder hier und warum sind da Leuchten mit Tischen? Und zwar ganz einfach. Ihr seht, wir haben rechts unser Banksystem auch aktiviert. Ihr seht, ich habe gerade 984 Geld. Wir haben noch keine Einheit dafür. Genau, und dann können wir uns wirklich die Schilder lesen. Nur eine Person auf einmal. Wähle einen Tisch im gelben Bereich. Bestelle dein Essen im roten Bereich. Geh zum Tisch deiner Wahl und dein Essen kommt an den Tisch. Ja, ihr habt richtig gelesen, das Essen kommt an den Tisch. Nicht ihr holt das Essen, nein, es kommt zu euch. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Ihr geht jetzt erstmal hier hin und wählt euch einen Tisch aus. Wir nehmen einfach mal für den Anfang Tisch 3. Ja, wir nehmen Tisch 3. Dann wählen wir jetzt hier Tisch 3 auf unsere Anzeige aus. In 5 Sekunden Menü auswählen, okay. Und ihr seht, die Lampe geht auch aus, also sprich, dieser Tisch ist nicht mehr vorhanden. Jetzt passiert erstmal nichts weiter. Dann geht jetzt hier nach rechts und jetzt wählen wir ein Menü. Menü 1. McPork mit einem McApple und McJuice. Menü 2. McCod, McSplash und McLowberries. Cod ist Fisch übrigens. Menü 3, McRabbit, McWater und McMelon. Alles natürlich mit Mac. Menü 4, McSteak, McBerries und McHoney. Menü 5, McStew, McCarrots und McWater. Das ist dann dieses Vegetarische. Und Menü 6, McPizza, McCake und McWater. Natürlich nehmen wir Menü 6. Drück mal drauf. Bestellung erfolgreich. Gut, dann können wir jetzt an unseren Tisch gehen. Und da kommt auch schon unser lieber Butler, der bringt uns nämlich das Essen an den Tisch. Guten Tag. Hi. Dankeschön. Und ihr seht, die Lampe beim Tisch leuchtet auch auf. Und das ist nämlich ein echt geiles System. Das heißt, er sucht, also er weiß, zu welchem Tisch er gehen muss. Sprich, ihr drückt auf den Knopf, dann läuft er, oder er sprintet sogar eher, er sprintet los und sucht sich dann den Tisch, der gerade ausgewählt wurde. Wenn wir jetzt alles aufgegessen haben und so weiter, kommt natürlich die Sache, ja, wie tun wir jetzt den Tisch wieder freigeben? Ihr drückt jetzt hier auf diesen Knopf und schon ist der Tisch wieder freigegeben.
Ja, wir brauchen einen Moment. Das heißt, jeder, der hier vorbeikommt, da ist noch nichts drin. Das heißt, ihr könnt den Tisch nicht auswählen, erst wenn die Lampe wieder leuchtet. Das macht ein Minecart, was jetzt drunter immer hin und her fährt. Und wenn dann das Item, was ich hier per Knopfdruck losschicke, wieder reingezogen wird, dann leuchtet die Lampe gleich auch wieder auf. Da, perfekt. Genau, und das können wir jetzt einfach noch ein weiteres Mal machen. Und zwar nehmen wir jetzt einen Tisch, der einfach weiter weg ist. Wir nehmen einfach den letzten Tisch. Tisch 7 bitte. Und sag mal. Warte. Jetzt zeige ich noch was Wichtigeres. Sag mal eine Zahl zwischen 1 und 7. Jetzt hat Zombie bestellt. Also sprich, es ging jetzt von ihrem Konto ab. Und ihr habt schon gesehen, wie der unser Butler heißt. Wir warten hier kurz bei Tisch 7, bis der lieber Butler hier angekommen ist. Er rast hier vorbei. Nio. Und da ist er. Jetzt gibt er uns unser Essen. Und tschüss. Und verschwindet wieder in der Küche. Genau. Und für die Leute, die es nicht gesehen haben, gehen wir einfach mal hier rein. Denn unser lieber Butler ist der lieber Gamer, die Crow. Crow, du hast einen Job bekommen. Ich weiß nicht, ob du wirklich halt schon einen Job hast, aber auf jeden Fall hast du jetzt einen Zweitjob bei McDonald's. Und das Lustigste ist, wenn ihr jetzt bestellt. Tisch 7. Ah, hast du Tisch 7 schon wieder freigegeben gehabt? Ah, gut. Ja, habe ich. Gut, wir sagen nochmal Tisch 7. Wir wählen Menü 2. Bestellen wir Folge. Jetzt warten wir hier und jetzt passt mal auf. Und zwar hat er einen starren Blick auf uns. Er lässt uns nicht aus den Augen. Er guckt uns immer an, egal wie er fährt, wenn er läuft oder sprintet oder schwebt oder keine Ahnung. Er guckt uns immer an. Der starre Blick weicht nicht von uns. Und dann haben wir jetzt hier unser Menü. Yummy. Es ist doch ein richtig geiles System. Und für die Technik-Freaks unter euch zeige ich euch jetzt einmal Technik. Technik. Und zwar, Augen zuhalten an die Leute, die keine Technik sehen können. Aber Moment, wir sollten vielleicht erst den Tisch wieder freigeben. Es ist sehr verwirrend, ich erkläre es für euch. Luft anhalten. Genau, ihr seht sehr viel Technik. So, damit ihr auch was seht, erkläre ich euch das jetzt erstmal. Und zwar, hier hinten ist das Minecart mit dem lieben Gamer die Crow. Der läuft natürlich jetzt nicht wirklich mal am Boden, sondern er fährt hier unten eine Strecke ab. Erstmal passiert das so. Ihr habt hier eure Dispenser hier hinten, ne? Mit den Tischen. Jeder Tisch wird einzeln angesteuert. Zum Beispiel hier haben wir Tisch 3 und so weiter. Wenn ihr Tisch 3 auswählt, geht das Zelt hier raus in den Wasserstrom, hier unten in die Hopper und wird ins Minecart geladen. Das dauert 5 Sekunden, deswegen steht auch immer, bitte 5 Sekunden warten. Wenn dann natürlich dann der Zelt hier raus ist, erkennt, dass dieser Comparator und das Bepowern dieses Command-Blocks einstellen, der diese Lampe anmacht. Hat jetzt dieses Minecart den Zettel drin, könnt ihr nur weiterlaufen und sagt zum Beispiel Menü 2. Menü 2 wird hier durchgegeben und überprüft jetzt hier hinten einmal, habt ihr kein Geld, ne, Matches 0, oder habt ihr Geld? Wenn ihr kein Geld habt, wird die Bestellung sofort storniert und Zettel wird ihr freigegeben, so dass der nächste Tisch wieder auswählen kann. Kann ich euch gleich nochmal zeigen. Und hier drüben sagt er, okay, ihr habt eins, dann, wenn das ausgeführt wurde, geht er eins weiter und sagt, gut. Genau, er soll von eurem Bankkonto eins weg abziehen. Dann sage ich, er soll bitte einen gekochten Fisch in den Container 0 von diesem Hopper legen. Sprich, er füllt dann erstens doch dieses Hoppers mit dem Fisch. Das machen wir dann noch mit drei weiteren Items, also sprich einmal mit der Potion und den Glowberries. Anschließend platziert er hier einen Block, der einmal den Butler losschickt. Diese Command-Block schickt den Butler los. Sprich, es wird dann hier unten drinnen genau an dieser Stelle hier einen Redstone-Block platziert, an dieser Stelle, welcher dann das Minecart losschiebt und noch etliche andere Sachen macht. Wir laden nur mit den Items und der Tischzettel fährt das Minecart jetzt hier fröhlich los. Normalerweise würde es einfach seine Runde drehen und nirgendwo anhalten. Wir haben jetzt Tisch 3 ausgewählt gehabt, also sprich, hier ist der erste Kickgang wieder, der liest Tisch 1. Passiert nichts. Er fährt weiter über den Hopper von Tisch 2, passiert nichts. Er fährt über Tisch 3
Er gibt den Zettel hier ab, der wird dann hier unten zwischengelagert. Das erkennt dann, geht dieser Command-Block an, der dann oben die Lampe leuchten lässt. Und sobald hier ein Redstone-Signal angekommt ist, stellt er einmal kurz die Weiche und das Minecart fährt hier hin und entlädt sich. Das ist dann dieser Goldblock hier. So. Alle Items sind nun raus, dann geht er die Schiene wieder an, er fährt zurück und fährt dann weiter seine Runde, bis er wieder schlussendlich in der Küche angekommen ist. Jetzt fragt ihr euch, okay, alles schön und gut, haben wir verstanden. Was ist aber jetzt, wenn wir stornieren drücken? Wie passiert es, dass das Item von diesem Tisch wieder da hinten landet? Das System funktioniert so, er hat einmal stornieren gedrückt, das Item liegt hier. Da aus irgendeinem Grund mit Redstone-Technik ich es irgendwie nicht geschafft habe, dass der Hopper hier gesperrt bleibt, damit es nicht in diese Kiste geht, habe ich dann per Command oben hier eingestellt, dass das Item von diesem Hopper, was in diesem linken Slot liegt, in den ersten linken Slot dieser Kiste gelegt wird. Und ihr seht schon, unser eines Trichter-Minecart hier fröhlich herumflitzen. Das fährt einmal wieder seine Runden und wenn dann mal ein Item hier drin ist, fährt es hier durch, nimmt es sich mit. Seht ihr hier, zack. Und bringt es dann hier oben in ein Sortiersystem. Dann sind hier einmal für alle Tische drin. Und wenn dann hier Tisch 3 gefunden wurde, tut er einmal das Item hier reinlegen. Kopiert dieses Item von hier unten nach da oben wieder in den Dispenser rein und wird dann hier raus gelöscht. Und somit leuchtet es die Lampe wieder. Ich weiß, es ist ein bisschen kompliziert. Wer es nicht verstanden hat, guckt es jetzt einfach nochmal an. Und ja, so viel dazu. Ich kann es jetzt kurz noch zeigen, wenn ich kein Geld habe. Scoreboard Players Set Dread Gamer Bank auf 0. Ihr seht, ich habe jetzt rechts kein Geld. Hier 0. Ich gehe jetzt hier hin, kann zwar einen Tisch auswählen. Sagen wir jetzt einmal Tisch 2. 5 Sekunden Menü auswählen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt sage, oh, ich hätte echt Bock auf eine Pizza. Kein Geld und es wird auch nichts abgebucht, es passiert gar nichts. Die Lampe geht gleich wieder an, der Butler fährt nicht los, denn das Minecart wird dann einfach hier unten entleert, die Items werden hier abgezogen und werden wieder ins System eingespeist. Später ist Minecart jetzt abgeholt und gleich sollte die Lampe wieder leuchten. Tada! Ganz simple Technik. Mit den Items fürs Essen werde ich noch gucken, hier werde ich dann einfach auch eine Entsorgungsstation machen. Aber ja. So viel zum Thema des McDonalds. Die Toiletten hat Zombie jetzt übrigens auch fertig gebaut, also sprich hier Herrentoilette, wenn dich dann das besetzt. Jo. Wunderschön. Kannst auch Eisentüren machen. Nicht. Ich habe sie aber gar nicht besetzt. Ja, das Problem ist, wenn du ja dann aber den Schalter oben fürs Licht bedienst, machst du auch automatisch die Türen auf und so. Ja, sehr gut. Achso, nee, dann muss ich die Tür einfach anders platzieren. Ja, ja, egal. Gut. Dann. Sehen wir das nächste Mal die Küche, die fertige Küche, denke ich mal. Oh, es ist schon wieder Nacht. Oh. Türen, öffnet euch! Tada! Wunderschöne Animation immer. Der McDoof oder McDonalds, wie man ihn nennen möchte, entsteht weiter. Und ja, verabschiede ich mich hier an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick gefallen. Macht's gut. Wäre nicht. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Ciao!